Vielen, vielen Dank nochmal an Hanna Kindlein vom Verein Aktiv und Selbstbestimmt e.V. Axel zu Problemen der sexuellen Selbstbestimmung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Wir haben gehört, dass auf der Georgenstraße anscheinend die Fundis erneut stehen und blockiert werden. Anscheinend haben sie es geschafft, innerhalb von 2 Stunden 500 Meter voranzukommen. Ja super, dann machen wir weiter. Wir haben noch einen Wortbeitrag und zwar von Stefanie Schlitt, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Pro Familia Bundesverbandes, Expertin für Gender- und Frauenrechte, und sie wird uns zum Stand und Perspektiven der reproduktiven Rechte in Deutschland ihr Statement geben. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön, es ist super hier zu sein, schön, dass ihr alle hier seid. So. Reproduktive Rechte, das bedeutet, dass alle Menschen ein grundsätzliches Recht auf ein befriedigendes und sicheres Sexualleben haben. Dass sie frei darüber entscheiden können, ob und wann sie sich fortsetzen wollen und wie oft. Dass sie dabei ihre Entscheidung keine Diskriminierung erfahren, keinen Zwang, keine Gewalt. Dass sie das Recht auf Informationen haben und das Recht auf Zugang zu sicheren, effektiven, bezahlbaren und akzeptablen Methoden der Familienplanung ihrer Wahl. Dass Frauen Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch haben und zu angemessener Gesundheitsversorgung, die eine sichere Schwangerschaft und Geburt ermöglicht. Das mag fast wie eine Vision klingen, gerade für die unter uns, die täglich in ihrer Beratungsarbeit die sexuellen und reproduktiven Lebensgeschichten von Menschen hören, die nicht die gängigen Stereotypen erfüllen, denen das Gesetz, das Gesundheitssystem, die Gesellschaft nicht gerecht werden. Dabei sind diese Rechte in vielen internationalen und nationalen Dokumenten ausformuliert und festgeschrieben worden. Erst 2014 hat sich die Bundesregierung erneut zum Aktionsprogramm der UN-Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 1994 in Kairo bekannt. In diesem Aktionsprogramm werden die reproduktiven Rechte und das individuelle Selbstbestimmungsrecht insbesondere von Frauen in den Vordergrund gestellt. In der Praxis erleben wir immer wieder, wie diese reproduktiven Rechte verletzt oder eingeschränkt werden. Nehmen wir das Beispiel Informationen zum Schwangerschaftsabbruch. Menschen, die sich online darüber informieren wollen, welcher Arzt, welche Ärztin einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, mit welcher Methode, dürfen diese Informationen nicht über die Webseiten der Praxen abrufen, sondern müssen die Adressen der Ärztin auf einer sehr unvollständigen Liste der Ärztekammer recherchieren. Ärztinnen, die ihre Klientin auf ihrer Webseite ausführlicher informieren wollen über Schwangerschaftsabbrüche, denen droht eine Anzeige und ein Bußgeld, weil sie angeblich Werbung betreiben. Grundlage für diese Anzeige ist der immer noch bestehende Strafrechtsparagraf 219a, der dieses Jahr nicht abgeschafft wurde, obwohl es die Gelegenheit gab und wirklich auch genug Druck von uns allen. Die Regierung, die Ärztekammer, der Bundesverband der Frauenärzte sagen, diese Liste kann und wird bald funktionieren. Das Problem sei praktisch fast gelöst. Wirklich? Solange Ärzte kriminalisiert und Frauen bevormundet werden? Nein! Oder nehmen wir das Beispiel selbstbestimmte Familienplanung. Auf der einen Seite können sich Menschen mit wenig Geld oft keine sicheren und für sie passenden Methoden der Verhütung leisten. Auf der anderen Seite sind Kinderwunschbehandlungen oft nur für heterosexuelle Paare zugänglich. Wir brauchen eine Gesetzgebung, die den Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu Familienplanung sicherstellt, unbürokratisch, ohne stigmatisierende Bedürftigkeitsprüfungen für Menschen mit wenig Geld. Und wir brauchen ein Gesundheitssystem und ein Rechtssystem, das Lebens- und Familienmodelle jenseits des Vater-Mutter-Kind-Schemas nicht diskriminiert. Nehmen wir schließlich das Beispiel der 219-Beratung. Frauen, die die Pflichtberatung vor einem Schwangerschaftsabbruch aufsuchen wollen, stoßen immer öfter auf belagerte Beratungsstellen. Sie müssen sich den Gesängen und Gebeten von Gegnerinnen reproduktiver Selbstbestimmung aussetzen. Manche dieser Fundamentalisten schrecken nicht einmal davor zurück, durch Fotografieren die Privatsphäre der Klientin zu verletzen, obgleich dies strafbar ist. Das im Schwangerschaftskonfliktgesetz formulierte Recht auf anonyme Beratung und Information wird kontrakariert. Die Klientinnen der Beratungsstellen werden auf unzumutbare Weise belästigt. Was wir brauchen, sind bundesweite Schutzzonen vor Schwangerschaftsberatungsstellen und Arztpraxen. Wir müssen die Ratsuchenden vor der Beeinflussung durch die religiöse Eiferer schützen. Im April noch
auch sagte die Regierung den Vereinten Nationen, es könne keine Gesetzesänderung in Aussicht gestellt werden, wie von den Vereinten Nationen verlangt, in Bezug auf die Abschaffung der Beratungspflicht, die Wartezeit und die fehlende Kostenübernahme für Abtreibungen. Der Grund sei, dass das Recht einen hart erkämpften gesellschaftlichen Konsens in Deutschland widerspiegelt, der dazu dient, die unvereinbaren Interessen der schwangeren Frau im Falle einer beabsichtigten Abtreibung und des Lebensrechts des Ungeborenen auszugleichen. Kein Handlungsbedarf zu einem Gesetz von 1995, das im europäischen Zusammenhang für seine Restriktivität heraussticht, das sehen wir anders. Menschenrechtsschutz sieht anders aus. Das sagen ja auch die Vereinten Nationen, das sagen wir. Wir brauchen nicht erst die Spahn-Studie, um zu wissen, dass der Zugang zu Abbrüchen schwierig ist und schwieriger wird. Es gibt Handlungsbedarf in alle Richtungen, bis Menschenrechte und sexuelle Selbstbestimmung Realität für alle werden. Wir bleiben dran, unter anderem am Aktionstag nächste Woche am 28.09. überall in der Bundesrepublik, wo auch Pro Familia sich dafür engagieren wird, dass wir in internationaler Solidarität diesen Kampf weiterkämpfen. Und ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Tschüss. Vielen Dank, Stefanie Schmidt. Vielen Dank an Pro Familia Bundesverband. Applaus.